Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Und wir schieben direkt noch ein Montage-Video hinterher. Ich habe mir, wie ihr wisst, eine Apple Watch hier. Da, Apple Watch Series 4. 44mm Gehäuse. Geiles Ding. Wirklich, sehr schönes Ding. Nur, es ist immer an eurem Handgelenk. Und wenn ihr, so wie ich, tagsüber auch noch so ein paar Stunden in einem harten Männerjob malochen müsst, dann kommt man schon mal mit der Uhr und anderen Gegenständen in Kontakt. Dann kann es schnell zu Kratzern führen. Und deshalb habe ich mal geguckt und habe was gefunden. Das hier, das ist von Bellevue Serie 4, 44mm Gehäuse. Das ist also ein Apple Watch Case. Ein robuster Schutzkäppchen für die iWatch, 44mm Schutz. Kompatibel mit der iWatch und es ist ein Bildschirmschutz. TPU, Hochdefinition, klar, ultra dünne Abdeckung. Alles klar. Also, das ist ein Case für eure Apple Watch. Und jetzt gucken wir mal, was wir da gekriegt haben. Weil ich sehe hier zwei Dibbles. Warum habe ich zwei Dibbles da? Erstmal öffnen. So, jetzt gucken wir uns an. Apple Watch ist im Hintergrund. Warum kriege ich denn zwei? Eins für vorne, eins für hinten. Dann haben wir hier bla 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 Stopo und ein Tütchen oder ein Bag. Und dann haben wir hier eine Silikonhülle, wie ihr seht. Okay, gut, das ist schon mal vorne. Ne, das ist für vorne drauf, denn hier ist die Ausspannung der digitalen Krone, hier ist der Eingang. Genau. Und links haben wir auch noch Platz für den Sound. Was haben wir denn hier drin? Die zweite Apple Watch, die ihr so habt? Ja, guck mal. Wir haben zwei die gleichen reingetan. Ja gut, dann können wir einen Apple Homie damit eine Freude machen. Okay, wie kriegen wir das Ding da dran? Ich überlege mal. Seht ihr das da? Das heißt, wir müssen unsere Armbänder demontieren. Das geht nämlich da durch und wird dann von unten gehalten. Alles klar. Okay, dann los. Wie machen wir das? Wir drehen die Apple Watch um und sehen hier so einen Taster. Da drücken wir drauf und dann sliden wir das nach oben weg. Plopp. Andere Seite genau das gleiche. Draufdrücken und nach oben weg sliden. Schon haben wir die Apple Watch frei. Und jetzt, was wir erstmal machen, ist, wir machen sie mal richtig schön sauber. So, richtig schön sauber machen, weil wir wollen ja keinen Dreck unter dem Zeugs. So, danke für den Kommentar. So, jetzt haben wir die Apple Watch hier in der Hand. Na? Jetzt packt nicht mehr da oben drauf, dass wir hier die digitale Krone direkt mit dem Einlass hier auch übereinstimmend bekommen. So, das heißt, wir schieben das jetzt mal hier in den Case rein, in die digitale Krone Aufnahme. Und dann schwabbeln wir alles andere darüber. So. So, das muss auch noch darüber. Also es ist so ein silikonartiges Ding. So ein Case, der silikonartig gestrickt ist. Zack, da sind wir drüber. Okay. Also hier muss man ein bisschen schon quetschen. Aber das soll ja auch eng anliegen, ne? So, drüber gequetscht. Ich glaube, jetzt habe ich es. Oder? Ja, ne? So, hier, 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 alles drüber. Und jetzt seht ihr, ist der Überzug drüber. Wir checken nochmal an jeder Säcke hier, an jeder Seite. Die Krone ist zugänglich, der Schalter. Den Schalter kann man betätigen, wie ihr seht. Gut. Die Krone, die ist auch geschützt, die kann man aber trotzdem noch drehen. Ja, seht ihr? Ich kann die Krone drehen, ich kann sie drücken und ich kann hier auch drücken, okay. Die beiden Löcher sind frei und die Seite gefällt mir noch nicht so. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Ich glaube, das ist da reingerutscht, ne? So, also. Ja, das ist da reingerutscht. Wie kriegen wir das jetzt heraus? Uiuiui. Mit der Fingernägel. Aua, jetzt habe ich mir den Finger. Ja. Ich glaube, ich habe nicht. Ja, nicht. Jetzt ist es da rein geflutscht.
Also wie ihr seht, ist das hochkomplex, dieses Ding hier dran zu kriegen. Ich habe mir jetzt mal ein Hilfsmittel geholt. Wir nehmen jetzt mal einen Schraubendreher und gehen vorsichtig am Case vorbei und benden das da drüber. Meine Güte, ey, ist das gar nicht so ein... Oh, jetzt haben wir es. Oh, yeah. Habt ihr gesehen? Ich bin jetzt hier rein, wo also das Armband drinne verläuft und habe das einfach mit dem Schraubendreher ein bisschen hoch komplementiert. Und jetzt scheint es korrekt zu liegen. Wir checken das nochmal. So, hier ist der Mechanismus, um die Bänder zu öffnen. Aha, okay, liegt gut. Hier unten, der sollte natürlich jetzt nicht verdeckt werden. Das tut er auch nicht. So, Krone geht. Ja, das geht. Dann haben wir hier Schalterchen. Geht auch. Ja. Gut. So, so, so. Dann müssen wir es jetzt nur noch wieder zusammenbabbeln. Jetzt gucken wir noch wegen dem Touch. Okay. Also, Krone funktioniert. Ja, haben wir herausgefunden. Jetzt geht es darum, ob hier eine vernünftige Haptik da ist. Und ja, guck mal, er reagiert ganz gut. Oben nach unten. Unten nach oben. Sieht ganz gut aus. Ja. Nee, ist okay. Kann man nicht meckern bis jetzt. So, also. Jetzt natürlich noch das Feeling. Erstmal wieder hier wieder reinsliden. Knack. Wir sind wieder drin. Ich hoffe, ich mache es jetzt überhaupt richtig rum rein. Hier wieder rein. Bis es einklackt. Gut, ist fest. Und jetzt schauen wir uns die ganze Watch nochmal an. Also ihr seht, hier unten geht das Case rüber, schützt das von der Seite, an den Ecken, an den Kanten. Hier oben die Krone ist ein bisschen verdeckter als vorher, was ja gut ist. Dann kommt sie nicht so zutage. Und hier haben wir jetzt einen Vollscreen Protection. Ja, dann können wir jetzt so richtig abgehen mit dem Ding. Also, hat gut funktioniert. Jetzt habe ich noch eins. Warum habe ich eigentlich noch eins? Meinst du, das geht so schnell kaputt? Vielleicht denken die sich, dass Leute hier zu viel dran reißen. Dadurch reißt dann dieser kleine Silikonteil ab und dass du dann nicht frustriert das Ding zurückschickst, kriegst du direkt ein zweites dazu. Kann gut sein. So, also es funktioniert gut. Ich habe jetzt meine Apple Watch Series 4 protected. Hinten ist trotzdem noch alles offen. Das heißt, gute Sache. Schön. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.